Hallo liebe Schüler, wir haben uns nun eingängig mit dem Thema Verantwortung beschäftigt. Dabei habt ihr euch intensiv mit unterschiedlichen Fällen auseinandergesetzt und die Verantwortlichkeiten untersucht. Jemand kann nur dann für etwas verantwortlich sein, wenn er die Freiheit hat, ohne Zwang zwischen verschiedenen Alternativen auswählen und entscheiden zu können. Wenn man diese Freiheit besitzt, dann muss man sich wiederum für seine Entscheidungen verantworten. Freiheit und Verantwortung stehen also untrennbar miteinander in Verbindung. Unter der großen Frage, was soll ich tun, sprechen wir also nun über das Thema Freiheit und im Speziellen über die Freiheitsbegriffe als theoretische Grundlage. Beginnen wir mit einem fiktiven Tweet. In diesem wird die These aufgestellt, dass man selbst dann, wenn man allein auf einer Insel alle Handlungsmöglichkeiten hat, ein willenlos Getriebener sein kann. Das klingt zunächst paradox. Wenn man frei ist, ist man doch frei. Was soll daran anzuzweifeln sein? In der Theorie ist das Ganze tatsächlich nicht so einfach. Viele Faktoren beeinflussen die Freiheit und es ergeben sich auch viele Abhängigkeiten, die man zunächst dabei gar nicht auf dem Schirm hat. Schauen wir uns diese also genauer an, um am Ende des Videos die These nochmals zu analysieren. Natürlich könnt ihr an dieser Stelle kurz pausieren, um unvoreingenommen Möglichkeiten und Beispiele zu notieren, warum dieser Tweet die Wahrheit sagt. Die Freiheitsbegriffe, die wir nun kennenlernen werden, lassen sich unter bestimmten Gesichtspunkten einteilen. Man unterscheidet bei der Freiheit die passive und die aktive Freiheit sowie die äußere und die innere Freiheit. Daraus ergibt sich eine Matrix, die die einzelnen Faktoren miteinander in Beziehung setzt. Diese Matrix soll nun mit Wissen gefüllt werden. In der Erarbeitung ist es eure Aufgabe, die Inhalte mit zu notieren. Dafür notiert ihr die Überschrift Freiheit und Freiheitsbegriffe und erstellt diese Tabelle. Die Inhalte dazu folgen nun auf den kommenden Folien. Beginnen wir mit der äußeren, passiven Freiheit. Die äußere Freiheit betrifft dabei die Umstände, die für eine bestimmte Handlung vorliegen. Diese Umstände liegen außerhalb der Person, die das Ganze betrifft. Man spricht dann von einer passiven Freiheit, wenn man als Person keinen direkten Einfluss darauf hat. Das findet man auch unter dem Begriff negative Freiheit. Die äußere, passive oder negative Freiheit beschreibt also eine Unabhängigkeit, und zwar insofern, dass man unabhängig ist von äußeren Zwängen und Einschränkungen. Und da diese Freiheit von äußeren Umständen ausgeht, ist es entweder eine physische Freiheit oder auch eine politische oder gesellschaftliche Freiheit. Als Person hat man nicht viel Einfluss darauf, da diese Art der Freiheit vorgegeben wird. Physisch ist man frei, wenn man frei von der äußeren Natur ist. In Hochwassergebieten hat die Natur oftmals die Oberhand beispielsweise. Man ist dann nicht mehr frei und muss entsprechend der Gegebenheiten agieren. Der Mensch hat aber die Möglichkeit, Wissenschaft und Technik einzusetzen, um diesen Einschränkungen entgegenzuwirken. So werden Hochwasserdämme gebaut und dieses Problem behoben. Dann wäre die äußere, passive Freiheit vorhanden. Der Eingriff in die Natur und die damit auftretenden Probleme sind dann wieder ein anderes Thema. Gesellschaftlich kann man nur frei sein, wenn diese die Freiheiten auch zulässt. In der derzeitigen Situation haben wir alle Einschränkungen erfahren, die von außen vorgegeben wurden. Die Natur verbietet mir nicht, irgendwelche Grenzen zu überschreiten. Die Natur hat diese Grenzen ja auch gar nicht festgelegt. Aber die Regierung und die Gesellschaft fordert dazu auf, dies aus den bekannten Gründen eben nicht zu tun. Die äußere, passive Freiheit ist also eine durch äußere Umstände gegebene Voraussetzung, um eine Handlung durchführen zu können. Ist man äußerlich und passiv nicht frei, dann beschreibt man das zum Beispiel mit den Begriffen Unterdrückung oder Zwang. Die äußere und aktive Freiheit ist die Freiheit, die durch äußere Umstände bestimmt wird, in der nun der Handelnde eine aktive Rolle erhält. Die aktive Freiheit wird auch als positive Freiheit bezeichnet, weil man nun die Freiheit zu etwas hat. Das ist also die Freiheit, eine Tat umzusetzen und wird daher auch als aktiv bezeichnet. Das bezeichnet man dann als Handlungsfreiheit. Die Handlungsfreiheit im eigentlichen Sinne besteht dann, wenn die Freiheit aktiv genutzt wird. Handlungsfreiheit ist die Freiheit der Tat und der äußeren Autonomie, also der Unabhängigkeit von äußeren Umständen. Man kann tun, was man will. Führen wir das Beispiel fort. Wenn die Voraussetzung gegeben ist, dass die Grenzen frei sind,
Dann kann man, wenn man will, die Grenzen auch überschreiten. Man kann es aber auch lassen. Man ist eben frei in der Entscheidung über die Handlung und man kann tun, was man will. Wenn man einfach irgendetwas tut, weil man die Freiheit dazu hat, dann ist die Handlung aber beliebig. Wenn man sich nicht entscheiden kann, dann ist man unentschlossen. Und das sind die Gegenbegriffe zur äußeren aktiven Freiheit. Die äußere aktive oder positive Freiheit ist also die Handlung, die sich aus der äußeren passiven Freiheit ergeben kann. Kommen wir nun zur inneren Freiheit. Diese betrifft die handelnde Person selbst und nicht mehr die äußeren Umstände. Bei der inneren passiven Freiheit geht es wieder um eine Voraussetzung. Da diese in der Person selber liegen, geht es um die Abwesenheit von psychischen und physiologischen Hindernissen und Hemmungen, die in der Person selber liegen. Das können zum Beispiel sein Triebe, Neigungen, Bedürfnisse, Wünsche oder auch die Religion. Niemand hält beispielsweise eine Person unter normalen Umständen davon ab, auf die Aussichtsplattform des Berliner Fernsehturms zu fahren. Von außen gibt es da keine Einschränkungen. Die Person selbst kann da aber durchaus gehemmt sein, das zu tun, wenn sie zum Beispiel Höhenangst hat. Die Einschränkung kommt somit von innen und liegt in der Person selbst. Physiologisch wäre eine Person dann daran gehindert, wenn die Aussichtsplattform nur über Treppen zu erreichen ist und die Person im Rollstuhl sitzt. Dann ist es wieder ein inneres, also persönliches Hindernis. Die innere und passive Freiheit wird durch sogenannte Determinanten beeinflusst, die wir im Unterricht noch genauer besprechen werden. Ist die innere, passive bzw. negative Freiheit nicht gegeben, dann spricht man auch von Triebhaftigkeit oder Instinktsteuerung. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, also eine innere und passive Freiheit vorhanden ist, dann ist auch die innere und aktive Freiheit möglich. Die Person ist also durch persönliche Umstände frei zu etwas. Das ist dann die Willensfreiheit und bedeutet, dass der Mensch Ursprung seines Wollens ist. Man bezeichnet das auch als innere Autonomie, also als persönliche Unabhängigkeit. Äußere Autonomie bedeutet, dass man tun kann, was man will. Innere Autonomie heißt nun, dass man wollen kann, was man will. Das klingt etwas konstruiert, ist aber ein wichtiger Punkt. Willensfreiheit beschreibt die Möglichkeit, sich, allein durch Vernunft bestimmt, eigene Ziele zu setzen und diese verfolgen zu können. Der Mensch ist also selbst der Ursprung seines Willens und unterliegt keinen äußeren Vorgaben. Wenn ich für eine Arbeit in der Schule lerne, dann kann ich das machen, weil ich es eben muss. Oder ich tue es, weil ich es wirklich will, weil ich für mich ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Ich lerne dann nicht für den Lehrer oder für das System, sondern einzig und allein für mich. Dann liegt eine Willensfreiheit vor und somit eben eine innere und aktive Freiheit. Gegenbegriffe zur inneren aktiven Freiheit sind dann Pflichtversessenheit oder auch Unvernunft. Wenn man also alles tut, was von außen vorgegeben wird, ohne das kritisch zu prüfen, ob es halt für einen persönlich auch wertvoll ist. Kommen wir nun nochmal auf den Tweet zurück. Es ging um eine Person, die allein auf einer Insel alle Handlungsmöglichkeiten besitzt, aber trotzdem willenlos getrieben ist. Verknüpft man das nun mit den Erkenntnissen zu den Freiheitsbegriffen, dann ergibt sich Folgendes. Ist man alleine auf einer Insel, dann gibt es keine äußeren Zwänge durch Gesellschaft oder Politik. Man kann also tun, was man will und ist äußerlich sowohl passiv als auch aktiv frei. Willenlos getrieben ist man dann, wenn man innerlich nicht frei ist. Nehmen wir zum Beispiel eine Phobie gegen Krabbeltiere. Eine einsame Insel im Dschungel hat sicher sehr viele Krabbeltiere. Die Person wird dann ein sehr schweres Leben auf der Insel haben. Essen suchen wird zur Herausforderung, schlafen wird zur Qual. Wenn man eine solche Angst hat und diese nicht überwinden kann, dann ist man nicht frei in seinem Willen. Man möchte und kann auch Essen suchen, rein theoretisch. Niemand kann einen daran hindern, außer man selbst. Man steht vor dem Eingang zum Dschungel, der Nahrung und Trinken verspricht, kann sich aber nicht überwinden, hineinzugehen, weil man einfach Angst hat. Man ist willenlos, weil man persönlich in seinem Willen eingeschränkt ist. Dementsprechend reicht es nicht aus, sich frei von Gesellschaft zu machen. Freiheit ist mehr als das. Und das macht es auch so schwierig, wirklich in Freiheit zu leben.
Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Wir werden im Unterricht noch viel Diskussionsbedarf haben und die Handlungs- und Willensfreiheit noch weiter analysieren. Nun bleibt nur noch zu sagen, bleibt auf jeden Fall gesund. Wir hören, schreiben und sehen uns auch hoffentlich bald.